Hallo und herzlich willkommen bei Gems of War. Tipps, Tricks und Teamvorschläge. Heute geht es um das Schatzkammer-Event, was dieses Wochenende bis einschließlich Montag früh 9 Uhr stattfinden tut. Die Chance, dass Gnome erscheinen, ist in diesem Wochenende erhöht. Ich zeige euch heute zwei Teams, wie ihr einen Haufen Kämpfe in sehr kurzer Zeit machen könnt. Mit viel Glück kriegt ihr einen Kammerschlüssel, mit dem ihr dann in die Schatzkammer könnt. Die Schatzkammer findet ihr hier. Ich habe aktuell 5 Kammerschlüssel und da könnten schöne Sachen rauskommen. Unter anderem könnte auch Gnome rauskommen, wie zum Beispiel der Cedric Glitzersack, den man bei einigen Teams braucht, aber halt auch andere Gnome, die nicht ganz so berauschend sind. Außerdem gibt es danebenbei noch schön viele Orbs oder Gold. Es können auch Edelsteine bis zu 250 rauskommen und andere tolle Sachen. Das erste Team, was ich euch vorschlage, ist ein Klassiker bei Gems of War. Und zwar haben wir an erster Stelle den Sonnenvogel, der für den Schaden im Großen und Ganzen zuständig ist. Er fügt nämlich allen Feinden 39 Streuschaden zu, verstärkt durch das Leben. Und wenn er stirbt, weil er stirbt ja dann, steht er wie Phönix aus der Asche. Und ihr habt ihn wieder an der Position. An zweiter Stelle habe ich das kaiserliche Juwel. Das fügt auch allen Feinden 45 Streuschaden bei mir zu. Er kriegt noch ein bisschen Magie. Das ist nur dazu da, falls der Sonnenvogel doch nicht alles erwischt haben sollte. An dritter Stelle ist die Feuerbombe. Diese Einheit ist quasi dazu da, gleich am Anfang den Sonnenvogel aufzufüllen mit Mana, sodass ihr den Sonnenvogel mit viel Glück gleich sofort zünden könnt. An letzter Stelle ist der Waldwächter. Den Waldwächter braucht ihr nur wegen der dritten Eigenschaft Herr der Bestien. Denn alle Bestien starten den Kampf mit 50% Mana. Und da der Sonnenvogel eine Bestie ist, braucht ihr dann nur noch 6 Mana zu besorgen. Was ich euch hier noch empfehlen kann, ist, dass ihr bei den Sonnenvogel benutzt und er durch seinen Lebensschaden macht, auch die Orden ändert, die ihr bekommt. Da ihr Leben braucht, gucken wir halt, dass wir dreimal den Orden der Jasmin nehmen, weil da gibt es halt immer 8 Leben dazu. Das sind summa summarum nochmal 24 Leben mehr, die der Sonnenvogel hat und die er dann als Schaden machen kann. Falls ihr euch fragt, wie ihr das kaiserliche Juwel bekommt ihr, indem ihr alle Beherrschungen auf Stufe 32 habt. Beherrschung seht ihr, indem ihr oben auf euer Symbol geht, neben euren Namen. Und da steht schon Beherrschungen. Ihr seht, bei mir sind sie bei 478, 475, 487, 486. Und sobald ihr da überall 32 habt, bekommt ihr das kaiserliche Juwel. Die anderen Einheiten bekommt ihr normal aus der Truhe. Aus der Ruhmtruhe, beziehungsweise auch aus Goldtruhen. So, dann zeige ich euch mal, wie das Team funktioniert. Ich empfehle euch, eine Erkundung der Stufe 2 zu machen. Warum Stufe 2? Erstmal, weil die Gegner da nicht so stark sind. Und zweitens, wenn ihr Stufe 2 macht, dann könnt ihr auch nebenbei noch Gildensiegel sammeln. Weil, ihr seht, an der vierten Stelle gewinne einen Erkundungskampf mit dem Schwierigkeitsgrad 2 oder höher. Und dann kriegt ihr noch unten 5 Punkte für Kämpfe gewonnen. Also macht ihr so in einem Kampf 9 Punkte und ihr könnt dann locker eure 2000 Siegel die Woche auch so einholen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Feuervogel-Team funktioniert. Wie gesagt, Stufe 2 am besten. Die Klasse ist hier übrigens egal. Damit könnt ihr quasi auch eure Klassen leveln, wie ihr wollt. Ihr seht zum Beispiel, ich habe jetzt den Schwarze hier drin, den ich aktuell leveln möchte. Und das Banner ist wichtig, das Drachenbanner zu benutzen. Wegen Doppelrot, ja. Ansonsten könnt ihr auch zur Not ein anderes Banner nehmen. Hauptsache, ihr habt Doppelrot dabei. So. Dann gehen wir mal in den Kampf.
Ihr seht, die Feuerbombe ist schon aufgeladen. Also zünden wir sie. Und jetzt ist der Feuervogel aufgeladen, beziehungsweise Sonnenvogel. Und ihr seht, geschafft. Und so ein Kampf dauert normalerweise nur ein paar Sekunden. Es kann zwar etwas langweilig sein, aber da es nur dieses Wochenende die Gnome gibt und das nächste Mal dann erst nächsten Monat, würde ich euch empfehlen, es doch ein bisschen zu versuchen. Auch wenn bei mir jetzt gerade kein Gnome kommt, aber in der Erkundung kommen alle Gnome bis auf der Haustier-Gnome. Den Haustier-Gnome bekommt ihr nur, wenn ihr PvP spielt. Gut, jetzt hat es nicht ganz so geklappt, deswegen einmal rot oder lila kombinieren und wieder. Jetzt in den Bosskampf, das seht ihr auch, selbst den schafft ihr mit diesem Team ohne Probleme. Mana Surge. Und jetzt gehen wir noch in den mystischen Bosskampf am Ende. Und auch den schaffen wir ohne Probleme mit dem Team. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass halt das Feuerbogen nicht aufgeladen ist. Aber ihr seht, kein Problem. Bosskampf geschafft. Jetzt öffnen wir die Erkundungstruhe. Und bekommen ein trockenes Ohrfeuer. So, das zweite Team, was ich euch vorstellen möchte, mit dem ihr auch sehr gut zurechtkommen könnt, falls euch irgendwie eine Einheit aus dem anderen Team fehlt, das wäre das sogenannte Prinzessin Elsbeth Team. Genau. Wichtig ist hier, ihr braucht die Prinzessin Elsbeth. Die Prinzessin Elsbeth müsst ihr auch auf Stufe 3, also die bemächtigte Stufe, freischalten, damit sie mit vollem Kampf startet. Sie erschafft 11 Edelsteine der Mana-Farbe eines gewählten Verbündeten und tötet ihn. Und dann beschwört sie einen zufälligen Ritter. Dann zweimal den Bombot. Den bekommt ihr zum Beispiel durch die Goldtruhe, also für Goldschlüssel. Und an der letzten Stelle eine braune Einheit. Da ich meine Klasse mit Level möchte, nehme ich eine Heldenwaffe. Das Wichtige ist nur, dass die Heldenwaffe braun ist. Keine andere Farbe darf da sein. Also ihr seht, es gibt genug zur Auswahl, was man benutzen kann. Als Banner habe ich das Kragenbanner. Weil doppelt braun ist hier wichtig und das Blau halt für Elsbeth eventuell, aber das braucht man eigentlich nicht. Und die Klasse ist auch hier total egal, ihr könnt nehmen, was ihr wollt, und ihr könnt damit halt auch die Klassen leveln, wie mit dem anderen Team. Nehme ich mal den Mönch jetzt. Wichtig ist noch bei dem Team, da die Bombots. Wo sind sie? Hier fügen sie allen Feinden 14 Schaden zu, verstärkt durch die Rüstung. Danach werden sie zerstört. Das heißt quasi, Rüstung. Also wieder Orden oben ändern, weil wir haben ja Lebenorden drin. Und wir machen dann halt den Orden von Gord dreimal rein. So, und auch wieder bei Erkundung Stufe 2 nehmen am besten. Ihr seht, Prinzessin Elsbeth ist oben aufgeladen. Dann nehmen wir sie und würgen sie auf den Held unten. Deswegen wichtig, ein brauner Held. Jetzt sind die zwei Bombots aufgeladen.
Und ihr seht, es geht auch wunderbar. Selbst wenn das eine aufgeladen ist, ist es nicht so wild. Meistens reicht es. Der zweite ist, wie das kaiserliche Juwel, nur als Absicherung da, falls doch nicht alles getroffen wurde. Das kann natürlich auch mal passieren, dass dann keine genaue Zündung kommt, aber ist ja nicht ganz so wilder. Ihr seht, es geht auch so. Oh, ein Gnom. Und, was hat er ihn hinterlassen? 4 mystische Baren. Nicht schlecht. Und ihr seht, so ein Kampf dauert, wenn es hochkommt, 2-3 Sekunden. Nebenbei könnt ihr übrigens so auch noch ein paar Orden farmen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben. Oder falls ihr Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video und ich versuche es zu beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.